Hi everyone, good morning and good So, afternoon. hallo, schönen guten Tag an alle. Mein Name ist Jennifer Ho. Ich bin die Chefredakteurin von Abkasso, ein regionales Netzwerk der Zivilgesellschaft für zu Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit in Asia-Pazifik-Regionen. Bei uns ist heute Peter Wiesner von Action Against AIDS aus Deutschland. Er ist der Co-Moderator von mir zum Thema Communities in Action. Wohin geht es jetzt? Hallo, ich heiße Peter Wiesner. Danke an Rachel für die schöne Musik. Wir haben schon angefangen zu tanzen. Wir sind wirklich motiviert hier für diese Session, komplett organisiert von Abkasso. Und wir freuen uns, dass das stattfinden kann. Ich bin der einzige Europäer jetzt hier in diesem Panel. Wir freuen uns auf die Diskussion und ich gebe weiter an Jennifer. Ich arbeite für Action Against AIDS, das möchte ich noch erwähnen, und sind Co-Organisatoren hier bei dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter. Wir werden von Peter später mehr hören. Bei uns ist auch noch Janine, die Rapporteur für unsere Session sein wird. Kannst du vielleicht auch dein Video kurz anmachen, kurz Hallo sagen? Hallo, es ist eine große Ehre, hier bei euch zu sein. Ich versuche, die wichtigsten Ideen mitzuschreiben. Shona ist eine Verbündete und Freundin für lange Zeit und ich freue mich, dass sie bei uns ist. To get us started, and I really want to So, für den Anfang, ich bitte alle bitten, sich an die Zeit zu halten. Wenn ihr die Eröffnungssession verpasst habt, die direkt vorher stattgefunden hat, es gibt Dolmetschfunktionen. Unten auf dem Zoom-Bildschirm ist die kleine Weltkugel. Dort klickt ihr rauf, dann könnt ihr die Sprache auswählen, die ihr möchtet. Und versucht bitte auch die Frage-Antwort-Funktion zu verwenden für eure Fragen statt der Chat-Funktion. Wir werden die Fragen mitschreiben und werden sie dann einbringen bei der Frage- und Antwort-Session. Das Thema wird vom Global Fund Africa's Network Asia und Pacific veranstaltet hier zusammen mit Partnern und Peters Organisation. Und es geht um die Auswirkungen von Covid-19 aus der Perspektive aus den Communities und der Zivilgesellschaft im Raum Asien und Pazifik. Die Antworten der Communities auf diese Krise. Das ist das Thema. Wir freuen uns, dass ihr hier alle dabei seid. Zusätzlich werden wir uns auch mit der Notwendigkeit zu Werkzeugen, mit der die Pandemie bekämpft werden kann, und hier auch angesichts der Global Fund Präsidentschaft nächstes Jahr. Wir haben Panelisten hier zur Umsetzung von universeller Gesundheitsversorgung, HIV, TBC und Malaria, dass der bis 2030 geschafft werden soll. Und um das alles in den Kontext zu bringen, diese ganzen Diskussionen hier zusammenzufassen im Kontext jetzt der G23-Präsidentschaft, die von Indonesien jetzt 22 den Vorsitz hat und 2023 die G7-Präsidentschaft von Japan übernommen wird. Nee, das ist nicht nächstes Jahr. Ich habe ein Jahr ausgelassen. 2023 wird das sein. Und ich möchte also heute jetzt hier Rachel On, die Regionalkoordinatorin von GPAP, ein paar Begrüßungsworte zu sprechen. Vielen Dank, ich werde sehr kurz sein. Wir haben so viele wichtige Sprecher heute jetzt hier dabei, die nicht miteinander sprechen können. Deswegen wollen wir hier allen das Wort geben. Ich freue mich, dass hier alle hier dabei sind, dass es uns alle gesund sind. Es ist 18 Monate her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
physisch. Es ist eine lange Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald auch in 2022 wieder sehen können. Viele von euch kämpfen ja an vorderster Front, Kollegen, Freunde, und ich möchte mich bedanken für all die Arbeit, dass ihr hier am Kampf, im Kampf nicht nachlasst, und ich freue mich so, dass ihr hier heute die Themen beibringen werdet. Ich werde also gar nicht länger sprechen. Ich denke, den Koordinatoren uns diesen Raum hier zu geben, dass wir hier diese Region speziell betrachten können, um zu den Finger auf die kritischen Punkte zu legen. Ich danke meinen Kollegen Anio, wenn ich später keine Gelegenheit habe, das noch zu sagen, also ich möchte mich nochmal hier bei allen bedanken und gerade die Sprecher, die hier so bereit waren, hier mit zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Rachel. Jetzt kommen wir auch direkt zum Thema. Es geht um den Erfahrungsaustausch. Kurz, wir beginnen mit drei kurzen Präsentationen. Dann kommt eine Panel-Diskussion. Wir hoffen, dass alle Präsentatoren sich an die Zeit halten, sodass wir anschließend auch noch Zeit für Diskussion und Fragen haben und auch rechtzeitig schließen können, diese Session. Wie gesagt, ihr könnt eure Fragen in die Fragen-Antwort-Funktion reinschreiben und vielleicht können die Rednerinnen auch diesen Sektion im Blick behalten, wenn sie auf die Themen eingehen. Wir haben drei Redner eingeladen, drei Sprecher, die für die Erfahrung aus der Seite der Zivilgesellschaft, welchen Auswirkungen die Pandemie in Asien-Pazifik-Region hat. Ich möchte zuerst bitten, meinen eigenen geschäftsführenden Direktorin Rodlin Marte, uns ein bisschen auf die Punkte darzustellen, die aus der Perspektive unserer Religion wichtig sind. Danach kommt Herr Probovo, Projektkoordinator Asia Pacific Network of People Living with HIV. Und wir arbeiten für Abkasso. Ardi. Versuche dich bitte an die Zeit zu halten. Ja, ich spreche sehr schnell. Ich entschuldige mich jetzt schon bei den Dolmetscherinnen. Vielen Dank. Hallo Peter. Und danke den Organisatoren, die hier diesen Event organisiert haben. Ich werde jetzt unsere Organisation nicht groß vorstellen. Das wurde ja schon getan. Abgesehen von dieser Information über unser Netzwerk möchte ich noch sagen, dass Abkasso, abgesehen davon, dass wir eine regionale zivilgesellschaftliche Organisation sind, haben wir auch das Global Fund Advocates Network Asia Pacific unter unserem Dach und auch die Coalition on TB und die Global Funds Community Rights and Gender Plattform für Kommunikation und Koordination für die Region Asia-Pazifik. Ich dachte, meine PowerPoint wird hier von den Organisatoren eingespielt. Ist das möglich? Rachel, vielleicht kannst du das für alle sichtbar machen. Wenn das noch ein Moment dauert, es sind nur vier Seiten, wir können auf die zweite Seite gleich gehen. Es gibt Perspektiven, die ich hier gerne in Bezug auf die Reaktion auf die Covid-19 aus der Perspektive der Zivilgesellschaft wird von drei
Elementen genährt, die wir im letzten Jahr implementiert haben. Zuerst ist das Ergebnis des Rapid Assessment, der Schnellerfassung, die wir zusammen hier mit Partnern gemacht haben, über wichtige Themen wie HIV, TB und Malaria, wie die Communities während der Pandemie besonders betroffen worden sind. Hier ist ein Link, da kann die weitere Details angeschaut werden können und der Bericht gelesen werden können. Ich möchte auch alle informieren, dass die Punkte in, was ich heute sage, kommt auch von unseren Erfahrungen, die wir bei der Umsetzung hier gelernt haben hinsichtlich der Covid-19-Antwort in Bezug auf unsere speziellen Communities. Wir haben Unterstützung vom Global Fund gehabt, von den Community Rights and Gender Strategic Initiative bekommen. Wir haben unsere Partner im Land mobilisieren können durch Webinare, durch Materialien, durch finanzielle Unterstützung, sodass sie in ihren Ländern eigene Aktivitäten auflegen könnten, damit die Entwicklung für die Response-Mechanismen tatsächlich funktionieren und die Perspektive und die Wirklichkeiten der vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen hier entsprechend berücksichtigt sind. Das heißt, diesen Prozess konnten wir in 10 Ländern in der Region unterstützen: Vietnam, Kambodscha, Pakistan, Indonesien, Bhutan, India, Laos und andere. Und die TB-spezifische Konsultation mit einer Reihe von anderen Ländern. Und ich möchte auch alle informieren, wir werden in unserem am 10. Dezember in unserem Gedenktag hier ein Perspektiven auch mit einfließen lassen, die von Abkhazo Asia Pacific Gruppe kommt, aus der Perspektive der Zivilgesellschaft, die auch diese Initiative umfasst, auch eine Reihe von Ländern in unserer Region. Es gab eine Reihe von Prozessen, die von den Partnern aus der Zivilgesellschaft aufgebracht worden sind durch Plattformen wie dieses hier, als auch gemeinsam mit dem Global Fund. Was haben wir gelernt? Was haben die Geschichten von unseren Community-Partners uns gelehrt? 3 wichtige Punkte. Und das eine ist, dass die Pandemie hat sehr viele der Schwächen und Ungleichheiten der Gesundheitssysteme aufgezeigt. Das wäre die erste Lektion. Zweitens, es ist unfair, es ist ungerecht, aber wir haben das auch in der Vergangenheit schon erlebt. Und es sind die Ärmsten und die am meisten Ausgegrenzten, aus denselben Gründen, aus denen sie überhaupt gefährdet sind, haben am wenigsten Zugang zu den wichtigsten Dienstleistungen bei Covid-19, aber auch für TBC, Malaria und HIV gilt das Gleiche. Und außerdem hat das auch gezeigt, dass die Pandemie hat gezeigt, dass die Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft in der Lage sind, sich zu engagieren, trotz all diesen Herausforderungen. Es zeigte auch, also wir brauchen eigentlich keine weiteren Belege, aber das Potenzial der Zivilgesellschaft ist in der Lage, sich zu organisieren und sich selbst zu organisieren und kritische Lücken in den Angeboten zu schließen, was eigentlich von der Regierung abgedeckt werden müsste. Was will ich damit sagen? Die Pandemie zeigt, dass sehr viele Gesundheitssysteme sowieso schwach sind, jetzt noch schwieriger werden. Da geht es um das persönliche Schutzausrüstung und andere Sachen, die Impfversorgung. Die Covid-Pandemie hat 3 direkte Auswirkungen auf den Zugang zu Gesundheitssystemen in unserer Region, die ähnlich sind mit anderen Regionen der Welt. Zuerst hat das die Ressourcen, die wir hier für Betestung und Behandlung hatten, hier sind viele Parallelen zu HIV und Malaria. Und jetzt auch natürlich die Impfung. Das ist in allen Ländern, die zu unserem Berichtsbereich gehört haben.
Ebenso die Erstversorgung in Covid, in Zentren der Erstversorgung. Zweitens, es gab eben auch krankheitsübergreifende Themen natürlich, wenn es nicht Covid nur betroffen hat, sondern eben auch andere. Hier waren die Menschen betroffen, weil sie eben andere Versorgungen nicht bekommen konnten, antiretrovirale Therapien für HIV und andere Methadonbehandlungen wurde auch ausgesetzt in vielen Stellen und andere Notfallmedikationen sind auch ausgesetzt worden aufgrund der Situation. Wir haben ja aus Japan auch gehört, wo HIV-Testung auch ausgesetzt worden ist. Es gab manche marginalisierte Gemeinschaften, die auch keinen Zugang zu Covid-19-Ressourcen hatten. Es gab zunehmende und zusätzliche Diskriminierung von diesen Menschen hinsichtlich des Testens, der Impfung. In Kambodscha zum Beispiel sind die Themen auch angesprochen worden, gerade auch die Versorgung von Älteren, von anderen hauptbetroffenen Gruppen. Es gab auch den indirekten Auswirkungen. Das betraf viele Menschen, auch Menschen in Schlüsselbevölkerung. Geringe Einkommen, Einkommensschwierigkeiten. Die Dolmetscher weisen darauf hin, dass die Internetverbindung hier sehr schlecht ist. Viele Menschen mussten zusätzliche Hilfsangebote sich suchen. All das, was ich jetzt sage, das ist nicht wirklich überraschend. Das ist auch nichts Neues für viele von uns. Aber es bringt nochmal auf den Punkt, dass in der Pandemie, auch schon vor der Pandemie, gab es bereits viele Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Die Pandemie hat das nur nochmal katalysiert und diese Ungerechtigkeiten noch weiter zugespitzt. Und das ist mein letzter Punkt, den ich hier habe, den ich machen möchte, ist, wenn wir über Covid-19-Antworten sprechen, um sicherzustellen, dass die vulnerabelsten Menschen nicht noch weiter diskriminiert werden oder dass die Menschenrechte noch weiter eingeschränkt oder verletzt werden. Was wir sehen, ist, dass während Covid-19 unsere pandemische Situation und die Fähigkeiten der Länder so ist, dass sie eben das sich noch verschlimmert hat. Es spiegelt nur wider, wie sie auch bei anderen, in anderen Situationen vor der Pandemie damit umgehen konnten oder auch nicht. Ich komme zu meinem letzten Bild. Du hast noch 30 Sekunden. Ein Punkt, der wirklich noch wichtig ist hier, ist, dass die gerade für den Global Fund, aber auch darüber hinausgehend, was wir brauchen, was wir fördern müssen, ist, dass es die Investitionen in die Community-Systeme verbessert werden müssen, wenn wir wollen, dass die Menschen eine resiliente und nachhaltige Gesundheitssysteme haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, ohne Investitionen das zu erreichen, in der Mobilisierung von Communities, des Aufbau von Kapazitäten, Interessensvertretung in der Gemeinschaft. Und das gleiche, die gleichen Communities, die der Global Fund schon unterstützt hatte, damit sie stark sein für HIV, TB und Malaria, das sind die gleichen Communities, die eben hier gearbeitet haben, um die schlimmsten betroffenen Gruppen auch in Covid-19 zu erreichen. Das heißt, das geht über diese Pandemien hinaus, diese Unterstützung von den Global Fund, sondern hilft eben auch für breite angelegte Szenarien in Gesundheitssystemen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag und vielen herzlichen Dank auch für diese wichtigen Punkte, gerade auch in Bezug auf die Stärkung von Community-Systemen und dass es ganz wichtig ist, diese zu stärken und dass du das unterstrichen hast. Jetzt machen wir gleich weiter ganz schnell mit Harry Prabowo. Genau, ist Projektkoordinator beim Asia Pacific Network of People Living with HIV, also APN+. Und du hast davor beim Indonesia Network of Gay Men Transgender Warrior gearbeitet, also beim indonesischen Netzwerk für schwule Männer oder homosexuelle Männer und Transgender. Und du bist auch gleichzeitig Direktor einer kleinen gemeindebasierten Organisation, die
Genau, sich auch um Männer, um schwule Männer kümmert und Männer, die Sex mit Männern haben in Jakarta, in Indonesien. Und dann würde ich jetzt auch gleich weiter an dich weitergeben. Du hast 6 Minuten Zeit und passt bitte, achte auf die Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne erstmal kurz meinen Bildschirm teilen, um dann auch meine Präsentation mit euch zu teilen. So. 2021 ist also das Jahr, das vor 40 Jahren wurde das erste Mal ein HIV, oder 40 Jahre seit dem Auftreten des ersten AIDS-Falles ist dieses Jahr, also ein Jubiläum sozusagen. Und es ist eben so, dass die Verabschiedung der globalen AIDS-Strategie 2021 bis 2026 mit dem Ziel, die Ungleichheit zu verringern, die der Stigmatisierung und Diskriminierung sowie der HIV-bedingten Kriminalisierung zugrunde liegt, welche die AIDS-Epidemie noch immer weiter anheizen. Dann gibt es genauso auch politische Erklärungen oder eine politische Erklärung zu HIV und AIDS, die besagt, dass Ungleichheiten beseitigt und AIDS bis 2030 beendet werden sollte. Und hier haben die Mitgliedstaaten ihre Besorgnis darüber geäußert, also über Stigmatisierung, Diskriminierung, Gewalt sowie restriktive und diskriminierende Gesetze und Praktiken. Wie bereits gesagt, es gibt eben Gewalt, es gibt und wie Sie sich vielleicht vorstellen, es gibt 56% neue Infektionen und das große Problem ist auch hier die Ungleichheit oder sind die Ungleichheiten, denn die Ungleichheit ist nach wie vor die traurige Grundlage für die Stigmatisierung und Diskriminierung und genauso auch verankert in Gesetzen und politischen Strategien weltweit, auch im asiatisch-pazifischen Raum. Es ist eben so, dass sehr viele Menschen oder immer mehr Menschen keinen Zugang zu dem Durchbruch oder zu den zu lebensrettenden AIDS-Bekämpfungsmaßnahmen haben, beispielsweise Medizin und so weiter, dass beispielsweise suppressive Therapien. Und das große Problem ist eben so, dass dieser medizinische Fortschritt genutzt werden könnte, aber nicht genutzt wird, weil es eben keinen Zugang gibt. Genauso auch das Thema Impfung ist hier von großer Wichtigkeit und wird oftmals auch nicht weiter vorangetrieben, weil es eben nicht genug Impfstoff gibt bzw. keinen Zugang gibt. Das, was wir machen wollen, ist eben, dass wir keine Angst davor haben wollen, vor dem, was wir sind, wer wir sind. Wir möchten trotzdem Zugang haben zu Medikamenten, zu Impfung und so weiter. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass es starke und eben auch konzentrierte Anstrengungen gibt, um Ungleichheiten zu besorgen für MSM, für SexarbeiterInnen, Drogengebrauchende und so weiter, also für alle Menschen, gerade auch in der Pandemie. Wenn wir also über Ungleichheiten im asiatisch-pazifischen Raum oder im Asien-Pazifik-Raum sprechen, dann ist es so, dass 37 Länder nach wie vor Sexarbeit kriminalisieren. 11 Ländern gibt es obligatorische Haftanstalten lediglich für Drogengebrauchende oder Drogenkonsumentinnen und in 15 Ländern droht den Menschen bei Drogendelikten oder im Falle von Drogendelikten in der Tat die Todesstrafe. Dann gibt es 16 Länder, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert werden. In 10 Ländern werden Transgender-Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität und oder eben ihres Geschlechtsausdrucks immer noch kriminalisiert. Und in 31 Ländern ist es so, dass junge Menschen unter 18 Jahren immer noch die Zustimmung ihrer Eltern benötigen, um HIV-Tests und Behandlungen in Anspruch nehmen zu können. Trotz allem gibt es auch positive Beispiele. In Indien und auf den Philippinen wurde eine umfassende HIV-Gesetzgebung eingeführt. In Pakistan können Transgender-Personen nun ihre Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringen und sich auch so ihre, ja, offiziell zu ihrer rechtlichen Identität bekennen. In Indonesien können Transgender-Personen endlich einen nationalen Personalausweis beantragen und tatsächlich auch bekommen. Und in Neuseeland und auch in Teilen Australiens wurde die Sexarbeit ent- oder dekriminalisiert. In China ist es so, dass die mit hohen Strafen belegten Zwangsinhaftierungen von SexarbeiterInnen abgeschafft wurden. Auf den Fidschi-Inseln in Myanmar und Papua-Neuguinea werden Forderungen nach einer Gesetzesreform für Sexarbeiter laut. Und in Taiwan ist es so, dass die gleichgeschlechtliche Ehe mittlerweile legal ist. Und damit ist Taiwan das erste Land im asiatisch-pazifischen Raum, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Und wir in der Community, wir sind mehr als unser HIV-Status. Wir sind deutlich mehr als diese ganzen Etiketten, diese ganzen Labels, die man uns aufdrückt. Wir haben verschiedene Interessen, wir haben verschiedene Träume, wir haben verschiedene Leidenschaften. Wir sind so viel mehr als unser HIV-Status.
Und wir möchten eben genau diese Barrieren aufbrechen und überrennen sozusagen, damit wir Teil der Gesellschaft werden können. Und wir möchten auch resilienter werden. Wir möchten ein resilienter Bestandteil dieser Gesellschaft werden. Und alle Barrieren, alle sollen überwunden werden und aufgebrochen werden. Und ich spreche da wirklich im Namen von ganz vielen verschiedenen Menschen. Und wir möchten weitermachen, damit wir die Pandemie beenden können. Und eben, damit das passieren kann, brauchen wir nachhaltige Finanzierung. Es ist somit für den Global Fund ganz wichtig, dass zum einen der Global Fund natürlich unterstützt wird, monetär gesehen, aber auch uns unterstützt im asiatisch-pazifischen Raum. Gemeinsam können wir AIDS bis zum Jahr 2030 beenden und damit der Pandemie ein Ende setzen. Und wir wollen gleichermaßen natürlich auch die Covid-19-Pandemie überstehen. Und deswegen ist die Unterstützung der Gemeinschaft, der Community weiterhin nicht nur erforderlich, sondern auch notwendig, um sicherzustellen, dass wir die Ziele in Bezug auf AIDS erreichen und die Pandemie beenden können. Vielen herzlichen Dank. Danke auch für diese starke Message, diese starke Botschaft und auch, dass du die Resilienz der Gemeinschaft, der Communities angesprochen hast. Und natürlich auch die Schwierigkeiten, denen sie sich gegenübersehen, die sie lösen müssen, die sie in den letzten Jahren gelöst haben. Und ich glaube, dass natürlich deutlich mehr gemacht werden muss in dem Bereich. Jetzt möchte ich gerne zu unserem nächsten Speaker kommen, mein persönliches Idol. Ich bin freue mich ganz doll, dass sie heute hier ist. Und zwar Wan. Sie ist Ärztin und mit einem Abschluss der Medizinischen Universität Hanoi und Mitbegründerin des Institute for Social Development Studies und sie ist derzeit Geschäftsführerin des Center for Supporting Community Development Initiatives, SCDI. Sie konzentriert sich auf die Stärkung der Gemeinschaft und die Schaffung eines begünstigenden Umfelds für die am stärksten marginalisierten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie SexarbeiterInnen, Drogen, Gebrauchende, HIV-Infizierte und so weiter. Sie ist besonders auch im Moment aktiv in Vietnam in Bezug auf die Corona-Pandemie und wird uns jetzt auch berichten, was in den letzten mehr als 18 Monaten passiert ist. Und um dies zu tun, übergebe ich dir das Wort. Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend an alle. Zuallererst möchte ich gerne eine Geschichte mit euch oder mit Ihnen teilen. Vor die zwei Menschen, die Sie hier sehen, das Paar auf dem Bild, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und zeigt auch, wie sehr der Global Fund und die Investition dessen das Leben der Menschen beeinflussen können. Dieses Foto wurde vor 7 Jahren geschossen. Und Sie sehen zwei Menschen, die ihre Geschichte, und ich möchte gerne die Geschichte dieser beiden Menschen berichten. Hier sehen Sie Tim und Sam. Und beide sind Drogen- oder waren Drogengebrauchende und sie haben eine Rehabilitation hinter sich, einen Entzug, und beide waren im Gefängnis an einem gewissen Punkt in ihrem Leben und beide hatten Tuberkulose und zwar mehrfach, und also beide sind HIV-positiv. Vor 20 Jahren, also bevor es die Investitionen durch den Global Fund in Vietnam gab, hätte es es gar nicht gegeben, dass diese beiden Menschen tatsächlich auch gemeinsam alt werden können und dass sie heiraten und ein schönes Leben führen. Und hier sind wir nun 7 Jahre. Vor 7 Jahren haben die beiden geheiratet während eines Community-Events. Und sind dann haben teilgenommen an verschiedenen HIV- und TB-Programmen und sind eben zu Führungspersonen und führen eine wichtige Rolle aus in den Communities. Sie setzen sich dafür ein und sind auch besonders aktiv in ihrer eigenen Community und kümmern sich um SexarbeiterInnen, Menschen mit Drogengebrauchende, Menschen mit Tuberkulose, mit HIV und so weiter. Sie helfen genauso auch den benachteiligten Menschen ohne Zuhause und auch anderen Migrantinnen. Und sie sind Vorsitzende, oder jetzt haben sie den Vorsitz des Vietnam Community Network für Tuberkulose oder für die Tuberkulose-Antwort und helfen beispielsweise Frauen, die mit HIV leben, SexarbeiterInnen und so weiter und deren Familien. Also es ist wirklich eine ganz wunderbare Arbeit, die sie tätigen. Hier sehen Sie die Tochter der beiden.
Bong ist ihr kleiner, das ist ihr Spitzname oder auch Little Goby, also kleiner Guppy oder kleiner Fisch. Und man hätte das wahrscheinlich gar nicht erwartet. Oder zwei Drogenabhängige, die tatsächlich ein Kind bekommen und ein gutes Leben führen und auch noch an HIV erkrankt sind oder HIV infiziert sind und dass die beiden tatsächlich eine gesunde, ganz normale, kleine Tochter bekommen haben, die jetzt gerade seit September in die erste Klasse geht. Sie sehen also, dass das in der Tat ein veritables Wunder ist und dass das Ganze auch ein Echo ist der Investitionen des Global Fund in Vietnam. Und vor 4 Monaten war die Antwort auf die Corona-Pandemie ein Lockdown. Alles wurde abgeriegelt, es war sehr, sehr strikt. Sie sehen ja hier, dass es Barrieren gab, das ist eigentlich eine sehr, sehr geschäftige Straße mitten in Vietnam, aber dort ist niemand. Sie sehen ja hier einen Zaun, alles wurde abgegrenzt, die verschiedenen Kieze, die verschiedenen Bezirke, Nachbarschaften wurden einfach abgeriegelt. Menschen hatten Angst, auf die Straße zu gehen und Menschen durften ihre Häuser auch gar nicht verlassen. Und das war natürlich auch, und die Community-Menschen, also wie die beiden, die sich auf dem Foto gesehen haben, haben eben versucht, den Menschen zu helfen. Sie sind während des Lockdowns auf die Straße gegangen, haben Essen verteilt, haben Masken verteilt, haben weitere Dinge, die Menschen brauchten, verteilt. Desinfektionsmittel für die Hände zum Beispiel. Und zwar haben sie dies an die Menschen verteilt, die am stärksten betroffen waren und absoluten Bedarf hatten. Sie haben, es ist jetzt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich hier sehen, die beispielsweise an HIV, die HIV infiziert sind oder Drogengebrauchende sind, die sich zusammengetan haben, um dann eben aus der Community heraus anderen Menschen mit ähnlichen Problemen zu helfen. Und die Regierung hat ihnen auch erlaubt, also hat dieser Gruppe erlaubt, in bestimmte Bezirke gehen zu können und dorthin zu gehen, um den Menschen zu helfen, gerade auch in Quarantänebereichen beispielsweise, und bringen den Menschen Reis und Nudeln, Medizin, die antiretrovirale Therapeutika und so weiter, oder beispielsweise auch Tuberkulose-Medikamente. Und sogar auch Little Goby, die Tochter der beiden, hilft anderen Kindern. Die beiden Kinder, die Sie hier auf dem Bild sehen, sind Kinder, die beide eine Methadontherapie haben, beziehungsweise nehmen oder dieses Einnehmen und die Eltern hatten kein Geld, um für Methadon zu bezahlen, und deswegen war es eben besonders schwierig für sie, überhaupt therapiert werden zu können, und der Global Fund hat eben geholfen, die Methadontherapie zu finanzieren, und Little Goby und auch ihre Eltern unterstützen diese Kinder. Und man sieht also hier, dass es da auch Unterstützung gab für die Kinder, damit die ihre Methadontherapie weiterführen können, auch während des Lockdowns, dass sie weiterhin Zugang haben zu Medikamenten. Und es gab gleichermaßen auch Unterstützung für die Eltern, damit diese, weil sie nicht arbeiten konnten, trotzdem ein gutes Familienleben einfach führen konnten und ihre Kinder ernähren konnten. Und Little Goby, die Tochter der beiden, hat beispielsweise ihre Bücher mit den beiden geteilt und teilt auch ihre Kleidung mit den beiden. Das kleine Mädchen in der Mitte, was so ein kleines, hübsches Kleid anhat, ist das Kleid von Little Goby, und auch ihr Spielzeug oder ihre Süßigkeiten oder was auch immer teilt sie mit den beiden Kindern. Man sieht also hier, dass ich arbeite seit 20 Jahren, bin ich sozusagen Zeugin der Arbeit des Global Fund in Vietnam, in meinem Land. Und ich sehe, dass der Global Fund und dass die Investition des Global Fund eben den am stärksten vulnerablen Bevölkerungsgruppen zugutekommen, dass Leben gerettet werden, dass Menschenrechte eingehalten und geschützt werden, dass Solidarität unterstützt und gefördert wird und dass die soziale Inklusion unterstützt und intensiviert wird. Und unsere Gesellschaft, der Global Fund und seine Investitionen helfen unserer Gesellschaft eben, eine bessere Gesellschaft zu werden. Diskriminierungen wurden abgebaut, Stigmatisierungen wurden reduziert. Und wie schon gesagt, auch die soziale Inklusion, also die Integration der stark ausgegrenzten Gruppen, wie beispielsweise SexarbeiterInnen, Trans-Menschen und so weiter, sind nun Teil der Gesellschaft.
Und das sind genau, es ist keine ideale Situation, aber wir sind fast da, sozusagen, wir sind fast angekommen. Und was auch besonders wichtig ist, dass wir hier sehen, dass sich eben die Investition in ein Stärkungssystem, ein Gemeinschaftsstärkungssystem sich auszahlt, und zwar für HIV, für Tuberkulose-Patientinnen, für Malaria-Infizierte und auch genauso im Bereich der globalen Gesundheitsversorgung und auch in Bezug auf die Covid-Antwort. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir sehr leid, dass ich dich unterbrechen muss, aber wir haben keine Zeit mehr. Die Geschichten, die du immer teilst, sind so unglaublich interessant und toll. Und ich glaube, darum geht es eben, dass wir den echten Einfluss sehen des Global Fund, dass wir sehen, was diese Investitionen tun können und wie sie das Leben dieser Menschen verändern können und warum sie eben von so großer Wichtigkeit sind und gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Also deswegen vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte oder dass du Longs Geschichte mit uns geteilt hast, also von den beiden. Und nun würde ich gerne weitermachen. Es ist so, dass wir am Ende der Session haben Sie die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen oder können auch noch weitere Kommentare tätigen, wenn Sie dies möchten. Aber jetzt würde ich eben gerne mit unserer Panel-Diskussion weitermachen. Und zwar haben wir hier Imasha Daniel, Daxa Alexander Friese und Daxa Patel. Genau, wir sprachen ja gerade darüber. Peter und ich werden dieses Panel zusammen moderieren. Und jetzt würde ich gerne an dich übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die ganzen verschiedenen Beispiele, die wirklich gut illustrieren, was der Global Fund macht. Und in meiner Karriere oder in meiner ganzen Berufszeit habe ich sehr viele verschiedene Beispiele gesehen und finde das ganz besonders interessant und zum Teil auch wirklich herzzerbrechend. Und aus einer humanitären Sicht, finde ich, ist das ganz besonders wichtig. Nun würde ich gerne Imasha Pereira weitergeben oder übergeben. Wir sprechen hier über die Communities und Imasha, du bist die Koordinatorin für Schlüsselbevölkerung des National Transgender Netzwerks in Sri Lanka und auch Teil des Global Fund Mechanismus und Repräsentantin oder Koordinatorin und Repräsentantin für Schlüsselbevölkerung. Du spielst eine ganz aktive Rolle in der Entwicklung des Gesetzes zum Schutz von Transmenschen und du bist auch noch Modedesignerin und hast auch noch ein Diplom als Modedesignerin, was ich ganz besonders zauberhaft finde. Dann, es wurde ja gerade über die Stärkung der Community-Systeme gesprochen und meine Frage ist, du bist ja eine wirklich absolut engagierte Transfrau. Was sind deine Erfahrungen oder deine Erwartungen in Bezug oder an Menschen, die oder an Länder, die eben hier als Champions im Bereich der Menschenrechte dargestellt werden? Und wie sieht es da aus mit der Zivilbevölkerung? Was sind da deine Erwartungen? Vielen Dank. Hallo, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Es waren viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier sind. Als junge Transfrau aus Sri Lanka und über die Arbeit auf der Community-Ebene und die Zuwendung der Donors zu geben, der Geberländer und der, die Investitionen, man muss sagen, über die Institutionen uns zugewiesen worden sind, über den Global Fund, haben hier tatsächlich gute Anwendung gefunden bei uns im Land. Es muss herausgefunden, wer ist am stärksten bedroht von den jeweiligen Pandemien. Wir versuchen hier die richtigen Investitionen von den Geberorganisationen wie Global Fund und anderen so zu sortieren und weiterzugeben. Yet,
Wir haben im Kampf gegen HIV nicht aufgegeben. Die meisten wissen, Covid-19 hat uns dann hart getroffen hier in unserer Aktivität. Es hat gezeigt, wie fragil die Strukturen sind, wie die Systeme in der Community wirklich spezifische Unterstützung brauchen. Wir haben nach wie vor politische Ansätze, die entweder die Schlüsselbevölkerung kriminalisieren. Wir haben immer noch bedeutende Finanzierungslücken und auch die Respektierung der Rechte der Community und der Möglichkeiten eben für ihre Themen einzutreten, sind nach wie vor schwer. Deswegen brauchen wir Geberländer wie Deutschland hier uns unterstützen. Gegenwärtig arbeiten wir hier in Sri Lanka sehr intensiv dran. Darf ich noch eine weitere Frage stellen? Auf den UNAIDS-Treffen und Global Fund haben wir Diskussionen, welche sind die Schlüsselpopulationen? Wir haben Länder, die beginnen, ihre Schlüsselbevölkerung sozusagen aufzulisten. Und ist das bei euch unumstritten, dass Transgender eine der Schlüsselpopulationen bei euch im Land sind? Ja. Okay, dann gut, dann machen wir weiter in der Diskussion und ich gebe weiter an Jennifer. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Masha, für deinen Beitrag. Ich möchte dann unsere nächsten Panelisten vorstellen. Daniel Marguari, der ist geschäftsführender Direktor der Spiritia Foundation in Jakarta, in Indonesien. Daniel ist ein wirklich inspirierender Freund und Kollege hier über diese Jahre und arbeitet eng in Unterstützung mit Netzwerken von Menschen, die mit HIV leben und Schlüsselgruppen zusammen, einschließlich Menschen, die Drogen gebrauchen, Sexarbeitern, Transgender und Männer, die Sex mit Männern haben. Spiritia ist auch ein Hauptempfänger der Global Fund, den Global Funds in Indonesien. Seit 2016 haben sie hier sehr viel Unterstützung erhalten. Normalerweise sind das woanders Ministerien und andere Bevölkerungsgruppen. Aber was sind die Lektionen, die ihr gelernt habt? Das ist sicherlich ermutigend für andere Organisationen der Zivilbevölkerung hier zu hören. Ich möchte dich also fragen, Indonesien ist einer der Hauptempfänger der Global Fund in der Asien-Pazifik-Region für all die drei Krankheiten und als Hauptempfänger der Zivilgesellschaft unter dieser sogenannten Dual-Track-Finanzpolitik des Global Fund, die mit und für Key-Populationen arbeiten. Könntest du uns sagen, was die wichtigen Punkte waren, die ihr aus Indonesiens Perspektive angesichts Covid gelernt haben, die die Schlüsselpopulation betroffen haben? Und zweitens auch, was sind deine Erwartungen nach diesen letzten zwei Jahren von Geberländern wie Deutschland, die zum G20 gehören, als eine Plattform, die sehr viel mehr tun kann, um nachhaltige Finanzierung der globalen Gesundheitssysteme beitragen kann, gerade auch für übertragbare Krankheiten wie HIV, TB und Malaria. Gerade angesichts der Tatsache, dass Indonesien jetzt 2020 hier die G20 vorsitzt. Was sind deine Gedanken? Und Daniel, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Jen. Indonesien hat die Global Fund-Zuwendung von 700 US-Dollar-Millionen seit 2016 an bis zum Plan 2023 für die AIDS-, TB- und Malaria-Programme koordiniert. Jetzt hat sich die Situation durch Covid etwas verändert. Indonesien hat einen schweren Anstieg der Covid-Fälle erlebt
und es gab Restriktionen, die entsprechend erlassen worden sind. Die Covid-Fälle stiegen an bis Mitte 2021. Im Moment, in den letzten Monaten ist es, kann damit umgegangen werden. Unsere Organisation ist eine der Organisationen des Global Funds, die Hauptempfänger der Zuwendung sind. Organisation managt ungefähr 18 Millionen US-Dollar in der Periode 2016 bis 2023 für das TB, Malaria und HIV. Programms bei den Dual-Track-Finanzierung. Es zeigt, dass dieses Finanzsystem priorisiert werden muss in einem demokratischen, transparenten Prozess, in dem die Zivilgesellschaft hier wirklich als Hauptempfänger identifiziert wird. Das sollte nicht nur in Indonesien sein, sondern auch in anderen Ländern. Und in der Covid-Situation in den letzten 3 Jahren hat unsere Stiftung sehr viele Veränderungen in dem Programm und Aktivitäten gemacht. In fast alle Aktivitäten können nicht optimal ausgeführt werden. Das ist unser. Wir müssten viel von physisch auf virtuell umsetzen. Das ist sehr schwierig, je nach Arbeitsbereich. Wir versuchen, alles zu tun, was geht, auf virtueller Ebene fortzusetzen. Es ist schwierig, aber wir haben keine andere Wahl, denn wir müssen uns der gegenwärtigen Situation anpassen. Wir müssen die betroffenen Bevölkerungsgruppen natürlich weiter unterstützen, gerade auch angesichts Covid oder insbesondere in Covid. Wir müssen hier im Bereich Bildung, Unterstützung, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Testen, antiretrovirale Therapien und so weiter, das muss alles gewährleistet sein. Es gibt Hunderttausende von Menschen, die unsere Unterstützung jedes Jahr brauchen. Wenn jetzt Covid über viele Monate unsere Hauptaktivitäten überlagert haben, ist das sehr schwierig. Wir müssen auch die Anstrengungen zum Zugang zu Impfversorgung gewährleisten. Die in dem Bereich HIV arbeiten, versuchen hier auch entsprechend die Impfversorgung für die Schlüsselpopulation durchzusetzen. Denn mehr und mehr Menschen infizieren sich und viele von denen kann nicht geholfen werden und sie sterben. Dann auch die in dem Bereich der Community arbeiten, für die war es auch nicht leicht. Viele Empfänger haben ihre Arbeit verloren, haben im Moment kein Einkommen. Im 2021 haben wir diese Zahlen umso stärker gesehen. Wir können Programme nicht umsetzen und wir mussten 2021 hier versuchen, und trotzdem unsere Arbeit aufzuhalten. Meine Erwartungen an die Geberländer, wie hier zum Beispiel Deutschland, sind folgende. Das Problem von Covid hat sehr viele arme Länder und Entwicklungsländer in hohe Kosten gestürzt, um mit Covid umzugehen. Das ist zwar noch nicht über. Die Gesundheitskosten steigen weiter in Indonesien und zwar zu sehr hohen Zahlen. Und viele andere Länder auch, denke ich auch. Im Moment müssen sie sich auf Covid konzentrieren. Das hat entsprechend die Gesundheitsversorgung für andere Krankheiten eingeschränkt. Das Haushalt für viele Krankheiten wurde entsprechend verringert, weil die Länder ihre Priorität auf Covid gelegt haben. Die Quellen, die wir sonst auch noch hatten, wurden zum Teil eben unterbrochen, andere Gesundheitsprogramme. Und aus diesem Grund ermutigen wir Deutschland und insbesondere die deutsche Regierung, die neue deutsche Regierung insgesamt, hier die Anstrengungen fortzusetzen im Bereich der globalen Gesundheit für AIDS, TB und Malaria. Auch durch den Global Fund und andere. Wir fordern Deutschland auf, Indonesien hier zu unterstützen. Gerade in der Präsidentschaft von G20 ist das ein guter Moment, hier die Finger besonders auf diese Themen zu legen. Und Deutschland sollte auch darauf drängen, dass die Umsetzung in dem Bereich
nicht nachgelassen werden. Das ist in der Vergangenheit schon so geschehen, wie der Fundmechanismus ja für Indonesien schon geklappt hat. Und vor allem eine gleichberechtigter Zugang zu den Versorgungsstrukturen auf internationaler Ebene. Hier war Deutschland sehr gut in der Vergangenheit. Vielen Dank, Jen. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank für deine Hinweise auf den gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitssystemen. Aber mich erinnert es nochmal an die Konsultationen, die kürzlich stattgefunden haben bei Akasso und diese Versorgungsmechanismen sind hier sehr wichtig. Es gab ja einen einfachen Satz, entweder man bezahlt oder man stirbt. Und das ist die Situation, von der wir stehen bei uns. Vorher ging es um HIV, aber jetzt durch Covid hat die ganze Situation noch viel verschlimmert. Und gerade für bestimmte Bevölkerungsgruppen und für bestimmte Communities, gerade wenn es um den Zugang zu Gesundheitssystemen geht. Also danke dir für diese wichtige Botschaft. Ich gebe zurück an Peter, um den nächsten Panelisten vorzustellen. Peter. Ja, vielen Dank. Danke, Daniel, für deinen Beitrag. Ich stelle jetzt Daxa Patel vor. Daxa, du bist eine HIV-Aktivistin, die offen lebt in Surat, in Stadt Gujarat in Indien. Du bist die Präsidentin der National Coalition of People Living with HIV in India und Gründungsmitglied der India Working Group on Health Advocacy. Daxa, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, wurde 1997 mit HIV diagnostiziert und begann mit der HIV-Arbeit als Peer-Beraterin. Im Bereich und Unterstützung für Zugang zur Medizin, für Kinder, Ernährung und so weiter. Und ich frage mich, wie eure Angebote jetzt hier von Covid-19 betroffen worden sind. Aber meine Frage konkret ist, mit dem Hintergrund von dir als Aktivistin und als eine Frau, die offen mit HIV lebt, und du hast ja gesagt, dass es schwierig ist, in der Gesellschaft hier damit umzugehen. Ich war ein paar Mal selbst dort, die Gesellschaft ist nicht offen und deswegen braucht ihr Unterstützung und Ermutigung in eurer Arbeit. Aus deiner Perspektive, was können Geber wie Deutschland tun, um die Umsetzung, um Länder bei der Umsetzung ihrer Gesundheitsstrategien zu unterstützen? Was können wir tun und bis welchem Grad können wir Deutschland hier wirklich Unterstützung bieten? Daxa. So, Daxa ist offensichtlich jetzt nicht bei uns. Ich hoffe, meine Frage war nicht eine zu große Herausforderung. Vielleicht ist es nur technisch, Daxa. Ich glaube, Daxa saß im Auto. Ja, ich bin zurück. Die Dolmetscher weisen darauf hin, dass der Ton sehr schlecht ist. Ja, vielleicht hältst du mit dem Auto lieber an, vielleicht nicht mitten auf der Straße. Vielen Dank, Jenny und Aleph, dass mir diese Gelegenheit gibt, hier zu sprechen in Indien. Als die Covid-19-Krise begann und unser Land in Lockdown ging, ganz plötzlich, um Mitternacht gab es Ausgangssperre. Und es war eine große Herausforderung für alle Bürger in Indien, auch die Mitglieder der Community, die mit HIV leben. Wir sahen uns plötzlich alle dort festgesetzt, wo wir waren. Und wir haben sofort als Organisation sofort versucht, hier die Zivilgesellschaft zu unterstützen und einen Raum zu schaffen, damit die Mitglieder unserer Community Unterstützung bekommen.
damit sie medizinische Versorgung bekommen. Es war eine schwierige Situation, hier Behandlungszugang zu bekommen für Individuen, die auf sehr im ländlichen Raum leben oder selbst für die in der Stadt, weil kein Transport mehr stattgefunden hat. Wir haben dann zuerst versucht, hier Multivitamine zu vergeben. Unsere Arbeit war hier sehr erfolgreich. Die Substanz wurde freigegeben für die Verwendung für Menschen in diesem Bereich. Das war ein Erfolg für unsere Initiative. Und der zweite Punkt, wir haben in den nationalen Dialog eingetreten, wo wir über ein Buddy-System dann Menschen zu Hause versorgt haben, wenn die Menschen nicht in der Lage waren, in die Gesundheitszentren persönlich zu kommen. Es gab viele Kinder, es gab Waisen, Frauen und auch Angehörige der Schlüsselpopulation, die überhaupt keine Transportmöglichkeit hatten, um hier an ihre Medizin zu kommen. Es ist wahr, dass wir alle möglichen Transportmittel verwendet haben, um Medizin zu verteilen an die, die es unbedingt brauchen. Das war sehr schwierig im Norden, im Nordosten gerade. Da ist es sehr bergig schwierig. Wir haben mit der Polizei zusammengearbeitet, habe auf regionaler Ebene für die Versorgung von Menschen mit HIV und anderen Krankheiten. Wir hatten hier das Green Book-System für Menschen, die eingeschrieben sind in den Zentren, und auf der Grundlage durften sie dann reisen, um ihre Medizin in Empfang zu nehmen. Das ist die Art, wie wir versucht haben, jetzt hier den Mitgliedern unserer Community Zugang zur Medizin sicherzustellen. Gleichzeitig gab es auf der Landesebene hier eine Einführung von einer Medikation. Es mussten hier Anpassungen vorgenommen werden. Die Mitglieder der Community hier also weiterhin zu informieren. Dafür haben wir eben einen Dialog aufgelegt mit Webinaren. Über 250 Webinare haben wir durchgeführt. 68.000 Menschen haben wir hier erreicht zu Themen Medikation, Selbstversorgung, Präventionsmaßnahmen für die Menschen in der Covid-19-Situation. Das war die große Initiative für die Mitglieder der Community, und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, ich habe natürlich niemals Zoom vorher kennengelernt, und das war für uns ein Lernprozess, wie wir jetzt hier diese Plattform verwenden. Vielen Dank, Daxa. Ich muss dich jetzt hier leider unterbrechen, weil die Zeit ist um. Genau, und wir haben ja noch ein paar weitere Fragen, die wir gerne klären möchten. Aber vielen herzlichen Dank, dass du deine persönliche Geschichte und deinen Blickwinkel mit uns geteilt hast und wie du dir selbst die Möglichkeit gegeben hast oder wie du es eben geschafft hast, den Menschen, die Bedarf haben und hatten, Medikamente zu besorgen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, oder ich glaube es oder nicht, ich weiß, dass das sehr interessant ist. Es tut mir sehr leid, dass ich dich hier so rüde unterbrechen muss, aber wir haben leider nicht ausreichend genug Zeit. Vielen herzlichen Dank, Peter. Danke, Daxa. Unsere letzte Frage, und das ist vielleicht die am meisten eine Herausforderung darstellt, und zwar an Alexander Frese. Sie haben 5 Minuten, um auf diese Frage, oder du hast 5 Minuten, um auf diese Frage zu antworten. Alexander ist Referent in der Abteilung Globale Gesundheitspolitik und Finanzierung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, in Berlin. Er hat also
sein Hintergrund ist akademischer Natur. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und hat bei der GIZ vorher gearbeitet und auch bei dem United Nations Development Operations Coordination Office. Und Alexander, jetzt, wir haben ja schon einiges gehört von den VorrednerInnen. Es geht also darum, dass es einen großen Bedarf an Investitionen gibt in den verschiedenen Ländern, in die verschiedenen Communities, in den Aufbau von Strukturen. Und Deutschland ist der viertgrößte öffentliche Geber oder Geldgeber des Global Fund. Und er gehört seit seiner Gründung vor 20 Jahren zu den wichtigsten Unterstützern, die bisher insgesamt 3,82 Milliarden Euro beigesteuert haben. Und für die Periode 2020 bis 2022 hat Deutschland 1,29 Milliarden Euro zugesagt. Und dort ist der Beitrag von 150 Millionen Euro zum globalen Fund für die Covid-19-Reaktion oder Antwort inkludiert. Was ist also Ihrer Meinung nach erforderlich, um Gemeinschaften oder Communities und die Zivilgesellschaft noch sinnvoller in die vom Global Fund finanzierten Programme einzubinden oder einzubeziehen? Und was können Geberländer wie Deutschland mehr und besser tun, indem sie eben aus der Erfahrung der Covid-19-Pandemie im Bereich der globalen Gesundheit lernen? Ja, vielen herzlichen Dank, Peter. Vielen herzlichen Dank, Jennifer. Es ist wirklich schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, ehrlich gesagt, hier meinen Blickwinkel oder meinen Blick heute zu teilen, weil es so viele verschiedene tolle RednerInnen gibt, die so unheimlich tolle Geschichten gerade geteilt haben oder ihre eigene Story, was wirklich sehr interessant ist. Und es ist interessant zu hören, wie eben die Communities, wie die verschiedenen Gemeinschaften die Pandemie gerade erleben, was die Bedarfe sind, was die Bedürfnisse sind, wie die Folge ist. Wir wissen ja, dass die HIV-Testung unterbrochen wurde, dass es keine Testmöglichkeiten mehr gab. Und auch der Tag heute zeigt eben, dass es ganz wichtig ist, dass die Community, dass die Gemeinschaft also eben arbeitsfähig ist, dass sie weitermachen kann, dass es beispielsweise unterstützende Programme gibt auf über Zoom oder wie auch immer. Und dass es weiterhin, das ist wirklich unheimlich wichtig. Ich würde gerne Folgendes sagen. Ich war auch, das möchte ich gerne nochmal sagen, positiv beeindruckt, als ich glaube, Harry hat einige Veränderungen aufgezeigt, auch in Bezug auf politische Strategien, Gesetze und Richtlinien. Und ich glaube, das ist ein wirklich guter und wichtiger Fortschritt. Aber wenn es eben um den Kampf gegen HIV/AIDS geht, spielt Covid-19 eine absolute, ja, eine negative Rolle und hat das Ganze zurückgeworfen um einige Jahre. Und wenn wir Covid-19 nicht gehabt hätten, dann wäre die Situation anders aus. Und Covid-19 belegt ja nun jetzt auch gerade im Grunde genommen jegliche Ressourcen. Es wurde ja bereits gesagt, dass die Strategie des Global Fund neu beeinflusst oder neu aufgestellt werden würde von den Mitgliedern des Vorstands, zum Beispiel auch von der Strategieorganisation oder von dem Strategiekomitee. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort auch eine wichtige Rolle spielen und dass es da verschiedene Ziele gibt, die erreicht werden und das Ganze auch ein sogenannter Game Changer werden könnte, also dass das Ganze die Richtung ändern könnte, wenn wir die Regeln oder wenn wir die Strategie auch ändern und die auch die Programme des Global Funds für den nächsten Finanzierungs- oder Wiederauffüllungszyklus, was ja nächstes Jahr passieren wird. Also die HIV-AIDS-Prävention ist ganz wichtig. Es muss verschiedene Behandlungsmöglichkeit geben. Dann gibt es genauso auch, was wir bereits angesprochen haben, dass das Community Monitoring und gleichermaßen ist es von großer Wichtigkeit, dass wir Partnerschaften haben, gute Partnerschaften mit verschiedenen Regierungen und VertreterInnen der Regierung. Wir sprachen ja bereits heute darüber. Und in Deutschland haben wir ganz viel Erfahrung damit auch. Also wir kennen die verschiedenen Arbeitsebenen der Kooperation. Wir sind ja ein föderaler Staat. Wir haben Bundesländer. Wir haben also natürlich die Bundesregierung und dann auch die Landesregierung und verschiedene Gesellschaften und auch die Gemeinden und Kommunen in diesem Falle, die ja genauso auch etwas zu sagen haben und gemeinsam kooperieren müssen. Da wir nicht so viel Zeit haben, würde ich mich gerne kurz und knapp fassen. Was müssen wir also tun? Deutschland hat bereits schon sehr viel getan, Alexander. Du hast nur 30 Sekunden, also halt dich ran, bitte.
Genau, es gibt drei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte, also was Deutschland eben tun kann. Deutschland sollte definitiv weiter investieren. Wir haben 219 mehrere Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und also es ist ganz wichtig, wir dürfen niemanden zurücklassen. Es müssen alle mit an Bord sein. Es ist ganz wichtig, dass es Inklusionsrichtlinien gibt, die berücksichtigt werden. Gleichermaßen muss der Global Fund weiterhin unterstützt werden und aufgefüllt werden. Wir wissen, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist, dass wir COVAX weiter unterstützen müssen, dass wir Impfstoffe zur Verfügung stellen müssen. Und gleichermaßen müssen wir uns auch auf lange Sicht natürlich auf die Stärkung der globalen Gesundheit, der Gesundheitssysteme fokussieren und dies umsetzen. Und das ist auch eine unseres absoluten wichtigen Prinzips, unsere Leitlinie, große Linie sozusagen im BMZ, ist, dass wir besser werden müssen, dass wir mehr machen müssen, dass wir Gesundheitssysteme stärken und resilienter machen müssen. Denn starke, resiliente Gesundheitssysteme sind die beste Antwort auf eine Pandemie. Ja, ich habe versucht, mich kurz zu halten. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für deinen Beitrag, für Ihren Beitrag. Da wir nicht mehr so viel Zeit haben, möchte ich gerne noch einmal zu allen Panelisten und Vortragenden kommen. Ihr habt ca. 20 bis 30 Sekunden Zeit, um noch einen letzten Kommentar zu machen. Gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne mit uns teilen möchtet? Was sind eure Meinungen, Reaktionen? Dann würde ich jetzt erst einmal Daxa, 20, 30 Sekunden, um noch ganz kurz abschließende Worte zu finden. Vielen herzlichen Dank. Mein letzter Kommentar bezieht sich auf Länder wie Deutschland und Advocacy, also Lobbyarbeit, dass es Unterstützung gibt und das ist mein letzter Kommentar. Also wir brauchen weiterhin Unterstützung von Ländern wie Deutschland und Advocacy, also diese Lobbyarbeit ist ganz wichtig. Die Position Indonesiens beziehungsweise als Vorsitz der G20 ist es so, dass wir weitermachen müssen, dass die weltweite Gesundheit weiterhin prioritär sein muss und ganz oben auf der Liste stehen muss. Das ist unglaublich wichtig. Das heißt, unser Präsident hat die G20-Präsidentschaft übernommen oder wird diese bald übernehmen und wir haben gesagt, dass wir im Bereich der Eindämmung der Malaria und auch von Tuberkulose arbeiten werden. Wir müssen Ressourcen mobilisieren, gerade auch für die Corona-Pandemie und in dieser Pandemie und mit Geberländern weiterhin zusammenarbeiten. Vielen herzlichen Dank. Danke. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich muss Sie jetzt leider unterbrechen. Imascha, was ist deine Schlüsselbotschaft? Wir brauchen Geberländer wie Deutschland. Sie müssen weiterhin Investitionen tätigen. Wir brauchen eben absolut diese Champions, die weitere Champions inspirieren. Und es geht ganz klar auch um geschlechtsspezifische Antworten. Und das ist besonders wichtig. Und dass die Gemeinschaft, dass die Communities eine absolut wichtige Rolle spielen, nicht nur für das System der Communities, sondern auch für die gesamte Arbeit, für die Aktivistinnenarbeit. Und wir brauchen weiterhin Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Es war sehr schön von Alexander zu hören, dass Deutschland weiter Unterstützung zur Verfügung stellen wird und auch bei der Wiederauffüllung wieder mit dabei ist. Was wir benötigen, sind starke Gesundheitssysteme, aber ich möchte gerne auch Folgendes empfehlen. Zusätzlich benötigen wir zur Unterstützung der Gesundheitssysteme genauso auch die Stärkung der Community-Systeme, die dann auch nachhaltig sind. Wir müssen also hier den Grund bereiten für die Grundlage bereiten für Menschenrechtsarbeit und für die Intervention von diesen Organisationen. Harry, also das Wichtigste, was ich mitnehme oder was ich sagen möchte, ist, dass wir sollten die Communities nicht unterscheiden oder irgendwie anders sehen, sondern wir müssen Teil des Ganzen sein. Wir sind Teil der Zivilgesellschaft und auch der Communities, der Gemeinschaften in sich entwickelnden Ländern und bereits entwickelten Ländern. Das heißt, wir müssen weitermachen. Wenn wir also alle Ziele erreichen müssen, dann müssen wir auch hier Synergien schaffen und uns an die Hand nehmen. Dann AD, 30 Sekunden.
es muss ganz klar, es geht eben darum, dass wir mehr Kampagnen führen. Dann, und natürlich muss es auch Unterstützung durch die deutsche Regierung geben, ganz klar. Und wir brauchen starke Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft und auch mit den Communities und mit anderen Gemeinschaften. Und wir brauchen noch mehr finanzielle Unterstützung. Jetzt haben wir Rachel noch 30 Sekunden. Vielleicht könntest du uns noch einen ganz kleinen Kommentar hier geben zum Abschluss. 30 Sekunden, bevor wir zum Ende kommen. Und dann, ich sehe gerade, wir hätten jetzt auch noch die Möglichkeit für eine Q&A, also für Fragen- und Antwortrunde gehabt, aber es gibt gar keine Fragen und keine Antworten. Und jetzt, Rachel, bitte Mikro an und los geht's. Also Sie können unter www.gfanap.com können Sie mehr Informationen finden zu dem Thema. Und wir brauchen wirklich ganz viel Input. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Sie sehen hier direkt im Chat die Internetadresse, von der ich gerade sprach. Aber wir erwarten natürlich mehr. Es ist jetzt zwar schon viel gut gelaufen, aber wir wissen, dass das kommende Jahr außergewöhnlich werden wird und wir müssen mehr tun. Wir können zusammen, sind wir besser und können besser sein. Das heißt, vielen herzlichen Dank auch an Deutschland. Deutschland war schon immer ein ganz starker Partner, starker Alliierter an unserer Seite und wir hoffen, dass wir diese erfolgreiche Arbeit auch weiterführen können. Und dass wir natürlich, wir kommen jetzt in die bisschen schwierigeren Fragen gleich in der nächsten Session in Bezug auf die Verteilung von Geldern. Aber trotz allem hoffe ich, dass wir da auch noch weiter gemeinsam Lösungen finden können. Vielen herzlichen Dank an alle. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, eure Teilnahme. Und Peter, du möchtest, glaube ich, noch etwas sagen. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war wirklich wunderbar, diese Session in dieser Konstellation zu haben. Denn es ist wirklich ganz interessant und dass wir so viele VertreterInnen aus einem ganz anderen Teil, aus so vielen verschiedenen Teilen dieser Welt organisieren konnten. Vielen herzlichen Dank an Alexander. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es ist wirklich ganz wichtig, dass auch Sie hier vertreten sind. Bevor wir zum Ende kommen, zum Ende dieses Teils, haben wir eine kleine Pause. Wir machen um 13.20 Uhr weiter. Zentraleuropäische Zeit, also in ca. 25 Minuten. Gehen Sie bitte nicht weg, bleiben Sie bei uns. Die nächste Session, der nächste Teil wird auch unheimlich interessant. Da geht es eben um die Restrukturierung, Neuorganisation der Architektur der globalen Gesundheit, der weltweiten Gesundheit. Und ja, wir hoffen, dass Sie mit dabei bleiben.